Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Hierzu gibt es auch einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, das ist 1967/62, und einen Änderungsantrag der Fraktion der SPD, 1967/76. Zunächst kommt der Berichterstatter, der Abg. Reul. Bitte sehr, du hast das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich trage die Beschlussempfehlung vor. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimme der LINKEN und bei Stimmenthaltung der SPD und der FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Herr Kollege Reul, vielen Dank als Berichterstatter. Du kannst da gleich weitermachen. Wunderbar. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute in zweiter Lesung das Ausführungsgesetz zur Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes im Hessischen Landtag. Die durch den Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss durchgeführte Anhörung erfreute sich großer Beteiligung und zeichnet sich durch sehr viele zustimmende Beiträge aus. Einige Anpassungen und Anregungen haben die Koalitionsfraktionen aufgenommen und heute in einem Änderungsantrag vorgelegt. Dabei geht es im weitesten Sinne auch um redaktionelle Anpassungen und um Präzisierungen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird noch in dieser Woche und damit in dieser Legislaturperiode eine gesetzliche Regelung über die Zuständigkeiten geschaffen. Dadurch können die Vorbereitungen für die ab 2020 geltenden Regelungen des BTHG problemlos umgesetzt werden, und somit wird es gelingen, einen noch einfacheren Zugang zu den Leistungen der Eingliederungshilfe zu schaffen. Das stärkt die Teilhabe und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen in Hessen. Mit dem neuen Ausführungsgesetz werden die gesetzlichen Voraussetzungen für eine umfassende Zuständigkeit des Landeswohlfahrtsverbandes in Hessen für die Eingliederungshilfe geschaffen werden. Die Zuständigkeit der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beim LWV Hessen wird mit dem neuen Gesetz gestärkt. Die Regelungen sehen das Lebensabschnittsmodell mit einer Schnittstelle vor. Die sachliche Zuständigkeit der Träger der Eingliederungshilfe wird nach dem Lebensabschnittsmodell bestimmt. Demnach sollen die kreisfreien Städte und Landkreise einheitlich für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zuständig sein. Mit der Zuständigkeitsregelung auch für Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung wird Klarheit geschaffen. Dies entspricht weitgehend den bereits bestehenden Strukturen und stellt aber sicher, dass keine weitere Schnittstelle zur örtlichen Jugendhilfe entsteht. Die Fachleistungen der Eingliederungshilfe liegen damit in einer Hand auf der örtlichen Ebene. Nach der Beendigung der Schulausbildung und nicht automatisch mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres wechselt die Leistungszuständigkeit, soweit weiterhin Fachleistungen der Eingliederungshilfe erforderlich sind. Dann geht die Zuständigkeit an den überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe, den Landeswohlfahrtsverband Hessen, über. Die jetzt gefundene Lösung wird der Mehrheit der beteiligten Träger in Hessen gerecht. Das haben wir in der Anhörung erfahren und stellt einen Vorteil gegenüber einem möglicherweise Lebensabschnittsmodell mit zwei Schnittstellen dar. Es ist erklärter Wille der Landesregierung, das Wohl und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen durch Hilfen, die die Selbstständigkeit, Selbsthilfe und auch Selbstbestimmung unterstützen, nachdrücklich zu stärken. Hierzu können der verstärkte Ausbau und die fachliche Weiterentwicklung ambulanter, dezentraler Betreuungsformen ebenso einen wichtigen Beitrag leisten wie die weitere Ausdifferenzierung der Hilfsangebote. Jetzt ist der Landeswohlfahrtsverband in der Zusammenarbeit mit den Kreisen und Städten gefordert, die Regelung aus dem Ausführungsgesetz im Rahmen des BTHG umzusetzen. Dabei sind insgesamt zentrale Kernpunkte der Umsetzung im Rahmen des Lebensabschnittsmodells mit einer Schnittstelle zu beachten. Ich habe es erwähnt, der Schulbesuch, wenn er endet, nicht mit dem 18. Lebensjahr, sondern mit dem Abschluss der Schulausbildung und dem Übergang dann in das Erwerbsleben, dass dies die Schnittstelle ist für den Wechsel. Das ist, glaube ich, auch der richtige Punkt, dass wir keine starre Grenze haben, sondern dass wir dies flexibel handhaben können und dass wir dort an dieser Stelle auch in der Vergangenheit gab es dort öfters auch mal gerichtliche Auseinandersetzungen, dass wir dies an dieser Stelle auch dann so regeln können, dass wir dort keine Streitfälle produzieren, sondern dass die Übergänge relativ einfach, übersichtlich
und auch gut strukturiert sind. Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind für die Administrierung der übrigen existenzsichernden Leistungen zuständig. Der notwendige kontinuierliche Datenaustausch zwischen den örtlichen Gebietskörperschaften und dem Landeswohlfahrtsverband Hessen muss insgesamt sichergestellt werden. Dies schließt auch die notwendigen Begutachtungen ein. Ich erwähne dort nur die Möglichkeit der Hilfeplankonferenzen und auch die sozialräumliche Betrachtung, zwei ganz wichtige Kriterien, die dort mit zu beachten sind. Weiterhin ein wichtiger Punkt ist die Hilfe zur Pflege. Die 26 Kommunen sind parallel, wenn keine Eingliederungsleistungen nach dem BTHG gewährt werden müssen, weiterhin für die Hilfe zur Pflege originär zuständig. Dies gilt auch bei Leistungsbeziehern, die nach Eintritt in das Rentenalter erstmalig Eingliederungshilfeleistungen beziehen. Es besteht die Gesamtzuständigkeit der Kommunen, da die Pflege hier regelmäßig im Vordergrund steht. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch auf einen weiteren wichtigen Punkt der Änderung hinweisen. Es war bisher vorgesehen, dass, wenn durch eine Erkrankung ein Renteneintritt prognostiziert ist, dass dort innerhalb einer vierwöchigen Frist dann die Anträge gestellt werden müssen und damit keine Verfristung passiert, dies auch ein harter Bereich gewesen ist, wo die Vierwochenfrist einzuhalten ist. Ich glaube, und dies ist, glaube ich, ein kluger Vorschlag, wenn wir diese Frist von den 4 Wochen auf 3 Monaten erweitern, weil dadurch die Chance entsteht, ganz einfach für jemanden, der in dieser Notsituation ist, auch die Möglichkeit zu haben, dort dann die jeweiligen Stellen mit den Anträgen zu versehen und dort auch seine Leistungen dann danach auch zu bekommen, sodass keine Schwierigkeit entsteht, wenn jemand im Krankenhaus liegt und dann in diese Kategorie hineinfällt, dass er dort Schwierigkeiten hat, fristgerecht Anträge zu stellen. Auch dies, glaube ich, ist eine große Erleichterung, ist ein großer Punkt, den wir jetzt auch noch einmal mit angepasst haben, dass die Antragsfrist 3 Monate anstatt von 4 Wochen beträgt. Der Punkt der Fach- und Rechtsaufsicht möchte ich jetzt nicht mehr intensiv darauf eingehen. Das haben wir in der Anhörung auch mit besprochen. Diese Punkte werden wir beibehalten. Im Zweifelsfall werden wir sie auch im Laufe der Diskussion am heutigen Abend noch einmal aufrufen, diese Punkte. Ich möchte damit schließen. Wir können stolz sein darauf, dass wir das Ausführungsgesetz des Bundesteilhabegesetzes in dieser Woche gemeinsam verabschieden werden. Wir tun dort für die betroffenen Menschen eine klare Regelung in Gesetzesform gießen. Wir schaffen es an dieser Stelle, klare Kompetenzzuweisungen und den Landeswohlfahrtsverband weiterhin als unseren zentralen Träger zu stärken und an dieser Stelle auch mit zu unterstützen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die bisherigen Beratungen, auch für die Anregungen, die im Rahmen der Anhörung gekommen sind, und freue mich jetzt auf die noch folgende Debatte. Wir werden für die betroffenen Menschen in dieser Woche das Gesetz in Kraft setzen. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Kollege Reul. – Das Wort hat der Abg. Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich teile vieles von dem, was Kollege Reul gesagt hat. Nachdem wir ja eine sehr lange Debatte im Vorlauf zu diesem Gesetzentwurf gehabt haben und die große und entscheidende Frage der grundsätzlichen Zuständigkeiten, wie wir finden, richtig gelöst worden ist und jetzt mit den gemachten Ergänzungen im Änderungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN auch noch einmal präzisiert wird, so wie es das Ergebnis der Anhörung war, glaube ich, dass über den großen Punkt und über die Gesamtanlage des Gesetzes kein Streit ist, auch im Grunde kein Streit war, auch in der ersten Lesung nicht, sodass wir unser weiteres Stimmverhalten, ich will das gleich am Anfang zusammenfassen, von den weiteren Beratungen heute im Ausschuss zur Vorbereitung einer dritten Lesung, die ich hiermit auch beantrage, abhängig machen werden. Ich werde dazu im weiteren Verlauf meiner Rede noch ein paar Anmerkungen machen, was aus unserer Sicht noch beänderungs- und klärungsbedürftig wäre. Lassen Sie mich aber zunächst eine grundsätzliche Vorbemerkung machen. Und dann noch einmal eine zum Verfahren. Die grundsätzliche Vorbemerkung ist die, dass
mit dem Bundesteilhabegesetz und mit dem, was wir jetzt hier als Anpassungsgesetz verabschieden, in der Tat ein Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe sich weiter Bahn bricht, nämlich der Wechsel von dem Gedanken der Fürsorge zu dem Gedanken der gleichberechtigten Teilhabe. Das soll man nicht geringschätzen. Das spiegelt sich auch im Titel wider. Aber es ist eben mehr als nur eine Frage der Bezeichnung, sondern es ist ein Stück gelebter gesetzlicher Realität. Und unsere Aufgabe wird nun sein, daraus auch eine gelebte Praxis im Zusammenleben und im Zusammenwirken von Behörden und Behinderten Menschen und ihren Organisationen und so weiter, also in allen gesellschaftlichen Bereichen, auf die es hier ankommt, dafür zu sorgen, dass gleichberechtigte Teilhabe als im Grunde die Basis für gesellschaftliche Gerechtigkeit hier Platz greifen kann. Wir haben vorhin im Rahmen der Regierungserklärung über die Frage, oder es sollte geredet werden, über die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Dieses ist eine der großen Fragen, an denen sich gesellschaftlicher Zusammenhalt beweisen muss, nämlich in der Frage, wie wir den Schwachen, den Schwächeren, den Verwundbaren, den Vulnerablen, wie man heute sagt, die Möglichkeit zu gleichberechtigter Teilhabe ermöglichen. Und es ist auch, ich habe gesagt, den Schwachen. Ich glaube, es ist auch ein Wechsel in der Betrachtung, dass diese Schwachen durchaus auch ihre Stärken haben und deswegen auch etwas mit einzubringen haben in unser gesellschaftliches Zusammenleben. Es wird an einem Punkt in meinen weiteren Ausführungen noch eine Rolle spielen. Lassen Sie mich zweitens sagen, man kann an dem Beispiel sehen, wie gut es ist, wenn man sich wenigstens ein bisschen mehr Zeit lässt und wie gut es ist, wenn man eine mündliche Anhörung durchführt. Denn in dieser mündlichen Anhörung sind in der Tat eine Reihe von Dingen gesagt worden, die sich jetzt auch in den Änderungsanträgen widerspiegeln, sowohl in dem, den die Koalition vorgelegt hat, als auch in dem, den wir vorgelegt haben. Ich will allerdings immer noch kritisch anmerken, dass es für eine Oppositionsfraktion in dieser Frist, die wir jetzt hatten, nicht ganz einfach ist, ein Gesetz mit so komplexen Regelungen vollständig mit einem vernünftigen Änderungsantrag zu überlegen. Wir haben uns deswegen auf einige Punkte konzentriert. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Sie noch ein paar mehr Dinge gefunden haben, die zu ändern waren. Und ich sage es noch einmal, und Sie wissen, warum ich es sage, es war klug, sich hier die Zeit für eine mündliche Anhörung zu nehmen. So, dies ist alles vorausgeschickt. Jetzt zum Inhalt. Zu der großen Frage der Zuständigkeit ist viel gesagt. Es ist gut, dass wir das Lebensabschnittsmodell haben. Es ist realitätsgerecht, dass der erste Abschnitt mit dem ersten Schulabschluss endet, mit der jetzt stattgehabten Klarstellung. Es ist gut, dass der Landeswohlfahrtsverband weiterhin in der Zuständigkeit bleibt, weil dieses auch eine Frage der Gerechtigkeit ist, eine Frage der Nichtabhängigmachung der Leistungen für behinderte Menschen von der jeweiligen Finanzkraft oder dem jeweiligen Gutdünken einer Kommune. Sie wissen, dass für uns in dieser Frage die Einheitlichkeit der Lebensbedingungen in Hessen immer die entscheidende war. Deswegen begrüßen wir diese gefundene Lösung klar und unzweideutig. Dieses vorausgeschickt, vier Anmerkungen eher kritischer Art. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum man im Vorblatt nicht die positiven Auswirkungen auf die Lebenssituation behinderter Menschen herausstellt. Sie haben versucht, das zu erklären, Herr Minister. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Aber das ist sozusagen die geringere meiner Probleme. Inklusionsbeirat, da wird die Sache schon etwas kritischer. Es ist gut, dass Sie sich hier überhaupt noch einmal zu einer Änderung bewegt haben. Ich finde die Änderung, wie Sie sie jetzt vorgelegt haben, allerdings nicht wirklich klug und auch nicht zwingend. Es werden jetzt die Mitglieder eines Inklusionsbeirats bei der Landesbeauftragten für die Belange Behinderter, der selber keine gesetzliche Grundlage hat, zur Ausgangsbasis genommen für eine Interessenvertretung, die im Gesetz festgehalten wird. Ich finde, da werden die Dinge auf den Kopf gestellt. Und ich finde insofern den von uns gemachten Vorschlag, dass man die Landesregierung auffordert, eine solche Interessenvertretung zu bilden, dass der Kreis derer, aus der die Interessenvertretung zu bilden wäre, dass der definiert ist und die Aufgaben definiert werden, das finde ich
deutlich logischer und deutlich zwingender von der gesetzgeberischen Logik her als das, was Sie hier vorschlagen. Weil ich glaube nicht, dass es klug ist, eine Interessenvertretung, die gesetzliche Aufgaben oder Aufgaben nach einem Gesetz wahrnimmt, von einem Gremium bestellen zu lassen, für das es keine gesetzliche Grundlage gibt und das von jemandem berufen wird, der das im Grunde nach eigenem Gutdünken berufen, mehr oder weniger nach einem eigenen Gutdünken. Und innerhalb der Gruppe, dieser zusammengesetzten Gruppe, werden dann einige wiederum berufen, ein gesetzliches Gremium. Ich finde das mit Verlaub nicht logisch. Zweiter Punkt. Die Frage des anlasslosen Prüfrechts haben Sie nicht geändert. Ich glaube, dass das im Zusammenhang steht mit dem nächsten Punkt, den ich ansprechen will, nämlich der Frage der Fachaufsicht. Doch, ich glaube, dass es da einen Zusammenhang gibt. In beiden Fällen geht es aus unserer Wahrnehmung um eine Art Kompromiss mit einem Teil der Kommunalen Spitzenverbände und möglicherweise auch mit einem Interessenkonflikt in einer der beiden Regierungsfraktionen, der sozusagen der Nachhall der großen Debatte um die Frage der Zuständigkeit des LBV ja oder nein ist. Es ist der Versuch, hier eine Kontrollmöglichkeit über den LBV bzw. über die Art und Weise der Leistungsgewährung auszuüben und insofern den Bedenken, insbesondere aus dem Städtetag, wir haben ja wahrscheinlich die meisten von Ihnen, die sich mit der Materie befassen, werden die, den, wie ich finde, nicht besonders feinen Kommentar in der letzten Ausgabe der Mitteilung des Hessischen Städtetags gelesen haben, der noch einmal eine Art Nachtreten in dieser Angelegenheit war. Ich werde den Verdacht nicht los, dass sowohl die anlasslose Prüfung, die wir für nicht gerechtfertigt halten, als auch die Frage der Fachaufsicht über die Träger, die zukünftigen Träger der Eingliederungshilfen, dass das nicht gerechtfertigt ist, das anlasslose Prüfungsrecht, ich weiß gar nicht, wo es das sonst gibt, dass natürlich in dem Fall, wo der Verdacht besteht, dass rechtswidrig oder unwirtschaftlich gehandelt wird, die Aufsichtsbehörden eingreifen müssen, ist klar. Aber ein anlassloses Eingriffsrecht, Prüfungsrecht finden wir nicht sachgerecht und auch nicht dem Vertrauen, das zwischen den Trägern und den Behörden herrschen sollte, nicht angemessen. Die Frage der Fachaufsicht, dazu hatte ich bereits in der ersten Lesung etwas gesagt. Ich bin sehr im Zweifel, und die Anhörungen haben unsere Zweifel auch bestätigt, ob das mit der Rechtslage und mit Verfassungsrecht in Einklang zu bringen ist. Ich finde, die Veränderung, die Sie gebracht haben, macht es nicht wirklich besser, zumal sie im Wesentlichen aus unbestimmten Rechtsbegriffen besteht. Die Formulierung in der Begründung auf allgemeine Anordnungen zu beschränken und in der Regel nicht in die Einzelausführung einzugreifen, ist unklar und wird in der Sitzung des Sozialausschusses zur Vorbereitung der dritten Lesung noch nachzuarbeiten sein. Wir haben auch noch eine Reihe von anderen Fragen, auf deren Beantwortung wir hoffen. Und wie gesagt, wir werden unser Abstimmungsverhalten dann nach stattgehabter Ausschusssitzung festlegen, und Sie werden dann am Donnerstag hören, wie es ausgegangen ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Gerhard Merz. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, ich wollte heute Abend noch ein bisschen was dazu tun, um meine Statistik als Redner hier im Hessischen Landtag noch ein wenig nach oben zu kriegen. Ich glaube, ja, als Sozialexperte, also meine Kollegen sind echt nette. Ja, denken ja wirklich an die vor allen Dingen gleich klatschen werden. Es ist ja, wie es ist. Ne? Aber vielleicht, ich kann das natürlich jetzt nur ein bisschen versuchen wiederzugeben, was die Haltung der Freien Demokraten ist. Wir hätten die dritte Lesung heute nicht gebraucht. Wir hätten dem Gesetz so unsere Zustimmung geben können, mit dem Änderungsantrag, auch den CDU und Grüne eingebracht haben. Und ich will auch sagen, wir werden dem Antrag der SPD nicht zustimmen können. Und das hat vor allen Dingen was mit der unterschiedlichen Auffassung der Inklusionsbeiräte zu tun.
die Interessensvertretung, wie die SPD das jetzt hier formuliert hat, ist uns zu weitreichend. Wir werden das sicherlich dann im Ausschuss auch noch ein bisschen diskutieren können oder beziehungsweise dann in der dritten Lesung. Was aber durchaus auch unsere Zustimmung findet, ist, die bisherige Finanzierungspraxis wird beibehalten und die Reha-Träger können auch weiterhin pauschale Abrechnungen vereinbaren. Das findet alles durchaus unsere Zustimmung. Von daher warten wir dann die dritte Lesung am Donnerstag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielleicht kann jemand aus anderen Fraktionen klatschen. Ich wollte gerade einmal darauf hinweisen, Kollege Lenders fühlt sich sonst so einsam. Dann stelle ich fest, dass Beifall gegeben ist für das Protokoll. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Schott, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Linke. Was hast du gesagt? Ja. Geht's nicht? Also dann machen wir Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Schott, sind wir einig mit der Kollege Kaufmann? Wollen Sie mal testen, 19:23, wie es aussieht? Gut, Frau Kollegin Schott. Herr Präsident, Sie haben festgestellt, alle sind noch wach. Das finde ich um die Uhrzeit wirklich schön, aber dem Thema auch angemessen. Denn das Teilhabegesetz ist schließlich eine ganz wichtige Angelegenheit, die viele Menschen in unserem Land betrifft. Und die Zahl derer, die sie betrifft, nimmt zu. Und dem muss man Rechnung tragen. Wir haben vorhin vom Kollegen Merz gehört, dass das sicherlich ein Wechsel im Duktus der Betrachtung der gesamten Problemlage liegt. Es liegt aber leider auch ein Duktus des Sparens mit drin, muss man einfach zugeben. Und da muss man sehr genau aufpassen, dass Teilhabe hier nicht so gestaltet wird, dass sie letztendlich das Sparprogramm schlechthin ist. Das ist schon eine ganz kritische Situation, die wir da haben. Natürlich, es werden immer mehr Menschen, die betroffen sind. Und das, was man diesen Menschen angedeihen lässt und angedeihen lassen muss, kostet unsere Gesellschaft viel Geld. Aber das müssen wir auch tatsächlich in die Hand nehmen. Denn nur daran misst sich eine gute Gesellschaft, dass sie mit den Schwächeren in dieser Gesellschaft auch gut und würdevoll umgeht. Und dazu gehört eben eine echte Teilhabe und nicht nur eine, die eigentlich ein Sparprogramm ist. Auch wir sind sehr froh darüber, dass grundsätzlich die LWV-Geschichte so geblieben ist, wie sie ist, und dass wir damit eine einigermaßen gute, gleichmäßige Sicherstellung von Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen in allen Regionen erhoffen können. Und daran müssen wir auch arbeiten und immer wieder hingucken, dass dem so ist und dass nicht in den Kommunen, in denen viel Geld da ist, den Menschen mit Behinderungen es gut geht, und in den Kommunen, in denen kein Geld da ist, das eben nicht der Fall ist. Genau deshalb macht mich auch der Gedanke daran, dass man ohne besondere Begründung und ohne Anlass wirtschaftlich prüfen kann, ob eine Maßnahme sinnvoll ist. Das unterstellt ja, dass da Menschen agieren, die sozusagen verantwortungslos mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, umgehen. Und das kann man nun aus der Erfahrung der Vergangenheit wahrhaftig an keiner Stelle ableiten. Deswegen ist dieser Teil auf jeden Fall aufs Schärfste abzulehnen. Wir sehen, dass es einige Verbesserungen gibt durch den Änderungsantrag der Regierungsfraktionen selber. Vor allen Dingen sind wir sehr froh, dass die Frist mit den 4 Wochen auf 3 Monate erhöht ist, wo es um diese zweite Schnittstelle geht, weil also alle Anzuhörenden ja auch deutlich gemacht haben, dass alleine die bürokratischen Hürden das Verstehen und das Handeln manchmal in diesen 4 Wochen gar nicht abgehandelt sein soll. Von daher sind wir sehr froh, dass sich hier etwas tut. Das ist schon von einem großen Vorteil, dem wir auch zustimmen. Insgesamt werden wir dann uns diesem Änderungsantrag gegenüber neutral verhalten, da er doch eine gewisse Besserung bringt. Aus unserer Sicht ist der Änderungsantrag der SPD sehr viel weitgehender und sehr viel sinnvoller, weil vor allen Dingen die Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung deutlich gestärkt wird und nicht nur die Landesbeauftragte, sondern der Inklusionsbeirat entsendet 2 Vertretungen in die Arbeitsgemeinschaft. An der Stelle, wo es darum geht, tatsächlich die Menschen, die betroffenen Menschen zu beteiligen, finde ich beide Anträge noch problematisch. Mir wäre noch lieber gewesen, wir hätten eine Lösung gefunden, wo man gesagt hätte, die betroffenen Menschen entsenden. Und deren Entsendung ist einfach zu akzeptieren. Hier hat man immer noch auch die Situation, die Landesregierung entscheidet letztendlich,
im SPD-Änderungsantrag ist das so. Dem wird, also mir wäre es noch lieber gewesen, die hätten einfach, man hätte wie in anderen Gremien auch gesagt, diese und jene Organisationen entsenden. Dann kann man turnusgemäß überprüfen, sind das die richtigen, müssen noch andere dazukommen, wie groß muss der Beirat sein. Und die Entsendungen akzeptiert man dann als solche. Es hat ja Forderungen gegeben, die so weit gingen, dass die Behindertenvertretungen ja gesagt haben, wir wollen das sogar wählen. Ob man das so machen muss, weiß ich nicht. Aber tatsächlich wäre aus meiner Sicht ganz notwendig zu sagen, hier herrscht ein bestimmtes Maß an Selbstbestimmung und Freiheit, ohne dass da jemand von außen dann noch einmal, und sei es das Ministerium, den Segen dazu geben muss, weil das immer dann auch noch einmal ein Eingriff in die Selbstbestimmung an der Stelle sein kann. Das kann man sich, glaube ich, könnte man sich, glaube ich, ersparen. Wir sind froh, wenn es dann starten kann, damit die Menschen, die die Organisationsarbeit haben, die aufnehmen können. Es ist alles deutlich zu spät, geschuldet der unsäglichen Debatte, die im Vorfeld geführt worden ist, und auch anderer Dinge, dass man einfach nicht einfach gesagt hat von Regierungsseiten, wir nehmen das jetzt in Angriff. Dann hätte man einen längeren Beratungsprozess noch einmal haben können. Das wäre auch gut gewesen. An dieser Stelle ist aber trotzdem gut, wenn es dann am Ende endlich zu einem Gesetz kommt. Wir werden sehen, was wir heute Abend im Ausschuss noch einmal beraten und dann entsprechend unser Abstimmungsverhalten in der dritten Lesung natürlich hier auch kommentieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat die Frau Abg. Erfurth, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir heute in der zweiten Lesung die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes beraten, haben wir, glaube ich, einen großen Schritt gemacht, die Phase der Unsicherheit, die sich ja bei vielen betroffenen Menschen und auch den Leistungserbringern ergeben hat, dass wir die beenden und auch dann zum Handeln kommen, um auch den betroffenen Menschen hier die Sicherheit zu geben, wie die Trägerschaft der Eingliederungshilfe künftig passieren soll. Ich habe die Äußerungen der Kolleginnen und Kollegen so interpretiert, dass es grundsätzlich eine große Übereinstimmung gibt, dass der Landeswohlfahrtsverband dies mit der einen Schnittstelle nach Vollendung des Schulbesuches sozusagen die Trägerschaft zum LWV wechselt, dass das hier große Übereinstimmung findet. Und das war ja auch in der Anhörung so zu spüren. Wir haben ja hier eine sehr ausführliche Anhörung hier im Plenarsaal gemacht. Und ich muss mal sagen, ich fand das eine sehr arbeitsreiche und eine sehr zugewandte Atmosphäre, in der wir hier diskutiert haben. Und Sie sehen ja auch, dass diese Anhörung, sehen Sie ja auch in dem Änderungsantrag, den wir Ihnen vorgelegt haben, dass diese Anhörung, die war von hoher Fachlichkeit geprägt und von hoher Dichte. Und das hat eben auch wertvolle Anregungen gegeben, die wir teilweise in einen Änderungsantrag gegossen haben. Von daher bin ich zunächst einmal froh und dankbar, dass wir hier einen Grundkonsens haben, der den behinderten Menschen in Zukunft eine Perspektive gibt, wie mit ihren Sorgen und Nöten umgegangen wird. Sie haben es mehrheitlich angesprochen. Mit dem Gesetzentwurf haben wir das sogenannte Lebensabschnittsmodell aufgegriffen, wo eben was die Verbände und auch die Verbände der Selbsthilfe und auch die Spitzenverbände als Lösungsmöglichkeit diskutiert haben. Es gab hier in der Anhörung die Anregung, die Schnittstelle mit dem Ende des Schulbesuchs zu machen. Der Kollege Reul hat es ausgeführt, und auch Sie, Herr Merz, das hielten wir für sehr sinnvoll, das dann auch so zu administrieren, weil es tatsächlich eine Umbruchssituation ist, wenn ein junger Mensch die Schule verlässt. Und dann ist es egal, ob er 17, 3 Viertel oder 18 Jahre und 2 Monate alt ist, sondern es ist sozusagen der Lebensabschnitt, der sich da ändert. Und das haben wir als Lösung genommen, um hier auch einen sehr praktikablen Vorschlag gemacht. Das ist ja auch vonseiten der SPD genauso vorgeschlagen worden. Und ich finde es durchaus auch
den richtigen Weg. Wir haben ja auch im Ausschuss schon einmal darüber gesprochen, dass wir bestimmte Cluster gebildet haben, in welchen Bereichen wir eben den Gesetzentwurf ändern wollen. Da hatten wir auch eine große Übereinstimmung, dass wir hier an dem Punkt tatsächlich aufeinander zugehen müssen. Sie haben es angesprochen, Herr Merz, eine Reihe von Änderungen, die sich ausschließlich im juristischen Bereich bewegt. Ich will es einmal sagen, es sind juristische Feinheiten, die sich vor allen Dingen damit beschäftigen, wann welche Vorschrift in Kraft tritt. Das ist für den Gesetzentwurf ein recht wichtige Details, die hier bearbeitet worden sind. Und da möchte ich mich ausdrücklich bei all den Menschen bedanken, die hier mit großer Akribie daran gearbeitet haben, dass man auch die tatsächlich richtigen Zeitpunkte erwischt, wann welcher Teil des Gesetzentwurfs in Kraft tritt. Wir haben uns da intensiv darüber ausgetauscht, was denn jetzt der richtige Zeitpunkt für welchen Teil ist. Und da gilt also auch mein herzlicher Dank ins Sozialministerium, die uns da sehr unterstützt haben, damit wir eine juristisch saubere Lösung finden. Ein besonders wichtiges Kapitel, das ist hier ja auch angeklungen, ist die Interessenvertretung für der behinderten Menschen. Ja, das ist zu Recht hier aufgenommen worden, dass die Landesbeauftragte für die Belange der behinderten Menschen nicht die ausschließliche Interessenvertretung sein kann für die behinderten Menschen. Und wir haben, da habe ich auch sehr intensiv nachgefragt. Wir haben gefragt, was könnte denn eine Lösung sein? Was könnte eine adäquate Lösung sein, damit die Verbände und die behinderten Menschen sich sozusagen da auch sehr gut wiederfinden und abgebildet werden? Ich habe sie nicht gehört. Ich habe sie trotz mehrfachen Nachfragen, es gab diverse Vorschläge, die sich aber nicht gedeckt haben. So, ja, und dann muss man ja gucken, was ist ein Weg, den man gehen kann. Und wir haben da sehr, sehr lange und sehr intensiv darüber nachgedacht, was kann ein Weg sein, die Verbände der behinderten Menschen so einzubinden, dass ihre Ansicht genau eben sich wiederfindet. Und Herr Kollege Merz, Sie haben ja vorgeschlagen, den Inklusionsbeirat, so steht es in dem Vorschlag der SPD, den Inklusionsbeirat in Gänze zu bevollmächtigen oder den Inklusionsrat in Gänze zu benennen als Interessenvertretung der behinderten Menschen. Das kann man so machen. Allerdings muss man dann auch konstatieren, dass in z.B. in § 7 des Umsetzungsgesetzes steht, dass eine Arbeitsgemeinschaft gegründet wird, an der unter anderem die Interessenvertretung der behinderten Menschen teilnimmt, und dann noch die Liga und die kommunalen Spitzenverbände und noch andere Verbände. Wenn Sie jetzt sozusagen den Inklusionsbeirat mit einer Stärke von 30 Menschen dahin schicken, dann wird dieses Gremium nicht mehr so handhabbar. Und von daher ist unser Vorschlag, dass der Inklusionsbeirat aus seiner Mitte, aus der Gruppe der Selbsthilfeverbände bestimmt, wer diese Vertretung wahrnimmt. Ich glaube, dass das dann eine adäquate, und das wären dann drei Menschen, genauso viel wie von den anderen Verbänden auch. Und dann haben wir, glaube ich, ein handhabbares Gremium, das dann dafür sorgen kann, dass die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen in den Gremien wahrgenommen wird, die erforderlich sind. Von daher halten wir das für einen sehr gangbaren Weg, und das einmal zu probieren, ob sich die Interessenverbände darauf einigen können. Ich habe mit einigen anderen Menschen im Nachgang zur Anhörung gesprochen, und Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben zu mir gesagt, das ist aus ihrer Sicht der einzige gangbare Weg, um hier doch eine gewisse Widerspiegelung der Interessenvertretungen zu bekommen. Und ich glaube, dass das auch ein vernünftiger Vorschlag ist. Aber vielleicht haben wir nachher im Ausschuss noch einmal Gelegenheit, darüber zu reden. Ich kann nur darum werben, dass Sie sich auf diesen Weg mit einlassen, denn ich habe nichts Besseres in der Anhörung gehört. Und von daher einfach meine Bitte, zu schauen, dass wir da möglicherweise zueinander kommen. Ich glaube nicht, dass wir da weit auseinander sind. Herr Merz, Sie haben hier angesprochen die anlasslose Prüfung und haben, das haben Sie in Ihrem Vorschlag drin, den Sie uns gestern noch einmal nachgereicht haben. Ich halte
die anlasslose Prüfung tatsächlich für ein Instrument, das wird ja nicht jeden Tag passieren, das man nicht aus der Hand geben sollte. Denn spätestens dann, wenn es wieder, ich sag mal, Aufrufe und Aufschreie gibt, Betrug und da ist nicht ordentlich gepflegt, dann wird wieder gefragt, warum guckt das Land da nicht genauer hin. Von daher glaube ich, sollten wir uns dieses Mittel nicht aus der Hand geben und sollten es tatsächlich auch belassen und auch die Möglichkeit der anlasslosen Prüfung schaffen. Ich kann verstehen, dass einige Leistungserbringer das nicht so toll finden, aber ich glaube, dass wir da als Gesetzgeber doch tatsächlich diese Möglichkeit weiterhin aufrechterhalten sollten. Das hat nichts mit wirtschaftlichem Misstrauen oder Sonstigem zu tun, sondern einfach auch mit einer Möglichkeit, genauer hinzugucken, wenn dann wieder einmal Unstimmigkeiten auftreten. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, den wir in diesem Änderungsantrag Ihnen mit vorgeschlagen haben. Und zwar geht es darum, dass der Landeswohlfahrtsverband ja angeregt hat, dass er für die Menschen mit besonders schwerer Beeinträchtigung, für die er jetzt schon zuständig sind, das sind Menschen in der sogenannten Phase F, Beatmungspatienten usw., so also Menschen, die sehr stark beeinträchtigt sind, die versorgt der LWV jetzt schon. Und das haben wir noch eine Sonderregelung sozusagen mit in den Änderungsantrag aufgenommen, dass diese Menschen weiterhin vom LWV versorgt werden können. Ich glaube, wir haben Ihnen nicht nur mit dem Gesetzentwurf an sich, sondern auch mit dem Änderungsantrag, den wir Ihnen vorgelegt haben, ein rundes Paket vorgelegt. Ich hoffe sehr, dass wir heute Abend noch dazu kommen, dass wir das hier in großer Eintracht verabschieden können, weil ich glaube, wir sind in der Grundausrichtung sehr nah beieinander. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie schon anlässlich der ersten Lesung und Einbringung des Gesetzentwurfs von den Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 den GRÜNEN gesagt, ist die Landesregierung sehr dankbar für die Einbringung dieses Gesetzentwurfs, auch für die Präzisierung durch den Änderungsantrag im Nachgang zu der Anhörung, die stattgefunden hat. Insofern kann ich mich inhaltlich den Äußerungen und Ausführungen von Frau Kollegin Erfurth und Herrn Kollegen Reul voll inhaltlich für die Landesregierung anschließen. Ich denke, dass wir auch noch weitere Möglichkeiten zur Diskussion haben, da eine dritte Lesung beantragt worden ist. Ich gehe aber davon aus, dass im Sinne der Menschen mit Behinderungen mit dem Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz ein Weg beschritten worden ist, der eine Gleichartigkeit der Leistungsgewährung und der gleichzeitiger Einbeziehung von Menschen mit Behinderung, aber auch unter dem Augenmerk dessen, dass Leistungen sachgerecht oder aber auch finanzgerecht gewährt werden können, getroffen worden ist. Insofern ist dieser Gesetzentwurf, denke ich, ein gutes Zeichen für die Menschen mit Behinderungen, um ihnen den Weg aus der Fürsorge zur Teilhabe auch entsprechend zu ermöglichen, so wie es Inhalt des Gesetzes ist. Vielen Dank, Minister Grüttner. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es ist die dritte Lesung beantragt worden. Dann werden wir den Gesetzentwurf und auch die Änderungsanträge dazu zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Fachausschuss überweisen. Allgemeine Zustimmung wird es so gemacht.